Wir sind wieder zurück bei Let's Play GTA 4 und heute zeige ich euch, wie man ein Auto klaut. So einfach ist es und jetzt nur noch Zeugenbeseitigung. So, und jetzt haben wir ein Auto geklaut. Ist doch gar nicht so schwer gewesen. Das war eine weitere Folge von Let's Play GTA 4 und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Nein, natürlich nicht. War nur ein Scherz, wir sind wieder hier bei GTA 4 und wir fahren jetzt, glaube ich, mal zu Phil Bell, bevor wir jetzt gleich den nächsten Mafia-Bro am Hals haben. Naja, dachte ich mir, fahren wir erstmal zum guten Phil. Viel kann man da ja nicht mehr machen, ne? Lustig. Boah, Alter, das Auto, ne? Boah. Dieser Sound, Mann, dieser Sound. Es geht um diesen Sound, Freunde. Dieser Sound ist der Wahnsinn. Und die Mucke erst. Der Hammer. So. Also fahren wir mal zum alten Knastbruder. Mitten im Industriegebiet. Ich denke mal, wir sollen den an den Bälde mal befreien oder so. Keine Ahnung, was wir mit dem machen sollen. Wir sollen ihn seiner Klamotten entledigen oder so. Ich weiß es nicht. Also seiner Knastklamotten natürlich nur. Das, was er drunter hat, darf er natürlich gerne anlassen. Außer einer von euch möchte das vielleicht sehen. Ich weiß es nicht. So einen schönen, schlaffen Penis. Von so einem alten Knacker. Boah. Nee, muss nicht sein. Boah, das Auto, ne? Das Auto! Ich hätte abbiegen müssen. Scheiße. Na egal, hier rum geht's auch. Perfekt. Alles easy. Oh, das ist ein Stripclub. Ach, hier ist der, okay. Oh, ich dachte, das wäre der Typ, der im Knast hockt. Ach nee, das war ja der McGrary, ne? Ah, okay. Oh, gleich das richtige Auto, wa? Ja, aber den Typ nochmal, wie sieht's denn mit dem aus? Was macht der denn da? Na, Bro? Man sollte auch immer seine Hinterhand parat haben, Freund. Halt's Maul! Oh. Oh, das sind da so drin. Mach mal auf da. Hey. Hey, ganz ruhig, okay? Ganz ruhig. Ist alles gut. Ganz ruhig. Nein, ganz ruhig, okay? Du hast abgefuckt, Mann. Hau ab! So. Okay, jetzt haben wir zwei schöne Autos. Das ist doch gut. Warum brennt in dem Auto da hinten Licht? Das möchte ich gerne herausfinden. Mann, warum jetzt? What's it to you? It wouldn't be nothing, except I know that Ancelotti ain't gonna pay off. It's her pal, Gay Tony, that's coughing up with my damn ice. The diamonds that got robbed off you and the Libertonian, well, we took it off Tony in the first place, but it should have ended there. He must have robbed the diamonds off of Isaac. I got the money robbed off of me by a biker, remember? The diamonds were sold. Don't get small with me. Get me them diamonds off Tony. The Irish will be square with that, and you'll be square with me. We're already square. Ach ja, der gute Ray. Der gute Ray, der will immer nur seine Steine haben, seine Diamantos. Gut, der rennt ja immer noch crazy hier rum. Ah, er soll sich noch schön verpissen. Hopp, Mann. Mich macht hier keiner blöd an. Und schon gar nicht du. Halt's Maul. Okay, catch the wave. Hey Tommy, check this out. 7 horse, 7 race, hey. Joe Phil. What? Hey pal, what's going on? Not too much. How are you? I'm good. Wanna walk and talk? Sure. Tommy, give me a call if my big buddy calls. Tell him I went out to get some fresh air. No problem. Ridiculous! I'm a grown man walking around like a chump. I'm sorry about this. Hey, no problem. So you're a friend of Ray's? A friend? No, I do some work for him. No, I mean a friend. I don't understand. Whatever you say, he's a slime ball, but he pays. Sure, pal, sure. Listen to me. The thing about Ray is, he's a good earner. He talks a lot of shit, but he's a good earner. Habish. He's a rat doing an impression of a man. That's pretty good. Phil! Phil! Wad, what do you want? Mr. Boss, said you gotta head down to docks. Emergency. Said you'd understand. Party,
Ah, shit, it's 3 days early. Mano no mio, what am I gonna do? What's the problem? Nico, I'm gonna have to take a chance with you, pal. Okay? Come on, let's go. Ah, gleich ins kalte Wasser geworfen. Hey, ich habe aber ein anderes Auto. Wir können auch ein anderes nehmen. Okay, listen. There's a truck waiting for us. It's under the overpass off Catskill Avenue. Komm. So. Wir nehmen aber das Auto hier. Das ist viel schöner und viel cooler. Ein Tourismo, den ich beinahe kaputt gefahren hätte. Boah, das war knapp. Hui. You scan this thing for bugs? No, but we can be pretty sure it's clean. Chill out. All right. It's just that if we get caught on this one, you and me is going down for a long time. And that means that certain people is going to assume we're wrecked, which means we'll get whacked. You're working with the wrong people if you expect them to whack you if you go inside. Where's the trust, Bill? It's about survival. If someone who knew what I knew got flipped, then the whole organization will go down. Whacking someone who catches some heavy time is just an insurance policy. And it don't help that not everyone in the organization is pulling in the same direction. You mean that someone in the family would see someone else going inside as an opportunity to get ahead? You're a smart guy. Anyways, excuse me if I want to be absolutely sure that we got our asses covered. You're excused. What are we doing? We're taking a load of product off of some Russians the enchiladas have been dealing with. He was helping those Irish idiots cook some beef between the enchiladas and their Albanian muscle a while back. Since that little love affair ended, they've been getting this Russian guy to supply them with sea. We just got the heads up that a shipment has arrived in Liberty City by boat. All right, this is the truck. Yeah, parken like a boss, Alter. So, ich darf den Truck fahren, oder was? Sieht fast so aus. Na, dann mal ran hier an die Wurst. Fahr zur Bootswerft auf Charge Island. Alles klar. Truckfahren ist genau mein Ding, Mann. Must be a shitload of coke we're taking. It should be a lot of sugar. But that ain't the only reason why we're taking this truck. Some of my boys stole it from the enchiladas this morning. It's the one the Russians are expecting to come pick up the sea. We should be able to turn up and have them loaded up for us. Then we drive away, no questions asked. I don't know if anyone would give away a load of coke without asking any questions. Even the Russian coke runners ain't that stupid. Yeah, sure, this is just plan A. It's the one Jimmy P worked at. You and me know it ain't gonna work. And that the only way we're gonna be able to leave that place with the sugar is if all the Russians in there are dead. So why don't we use a more subtle approach? Not just drive right into the middle of it. Because these is the orders and we gotta follow them. That's the way things work. You ain't gonna be happy about everything you get told to do, are you? You're the boss. It ain't like I'm working for free. No, you ain't. And I ain't either. That's why we gotta at least try to do what we're told to do. You're gonna learn that there ain't much in this life that you got control of. Whether you're putting yourself in harm's way because that's the way the skipper wants it done, or you're staying away from your kids because of a stupid court order and a malicious bitch of an ex-wife, there ain't that much control in anything. I've been around long enough to know that there are some things that we don't have a choice about. But there's other times where you got to look at something and make a decision for yourself. I can't follow every order I'm given. Yeah, well, maybe you're right. Maybe you ain't. I don't know. Ja, wer weiß das schon. Wir sind gleich auf der Insel, glaube ich. Ja, wir fahren jetzt hier über die Kurve nochmal. Um die Kurve und hier oben über die Brücke. Alter, es gibt so viele Abfahrten und diesen amerikanischen Straßen. Das ist so verwirrend. Die sieht einfach so verwirrend aus. Sieht aber schön aus da unten. Guck mal, wie geil. Das ist richtig hübsch. Das ist richtig schön. So, ich hoffe aber mal, dass wir die Mission beim ersten Mal schaffen, weil das ist eine böse Gurkerei, bis wir dann wieder hier wären. Sofern wir die Mission dann nochmal machen müssten. Theoretisch gesehen, wenn wir es ja nicht schaffen. Ja, ist das eine böse Fahrerei, bis man dann wieder hier auf diesem Punkt ist. Das müssen wir erstmal ein paar vier cashen. Ja, es tut mir leid, ich habe die Bremse ein bisschen unterschätzt, Mann. Ich glaube, wir müssen hier runter, ne? Doch, ich glaube, ich bin richtig gefahren. Mann, es tut mir leid. Ich habe die scheiß Bremse... Ich habe das unterschätzt, wie der Bremsweg. Und ach, Mann. Ich habe keinen LKW-Führerschein. Tut mir leid. Das ist aber schön hier, ne? So, Aphrodisiac. Hier sind wir. Ja, die Brücke da ist schön, ne? Das ist allgemein ein richtig schöner Ort hier. Also hier kann man das noch machen.
So, die Bootswerft ist da hinten, das heißt, wir sind schon mal richtig gefahren, das ist ja schon mal super. So ein bisschen kenne ich mich dann doch noch aus. Und da vorne ist, wie gesagt, die Werft und dort müssen wir nun hin. Ah ja, okay. Mal schauen, was das wird. Das wird nicht ohne Blutvergießen ablaufen, so viel kann ich jetzt schon sagen. Die russischen Drogenkurierer benutzen die Bootswerft als Tarnung, um Kokain in die Stadt zu schmuggeln. Das Kokain wird den Schnellbooten aus Vice City, hergebracht und wurde noch nicht abgeladen. Vice City, da geht mir noch glatt das Herz auf. Die Bootswerft wird schwer bewacht. Das Überraschungsmoment wird von einer entscheidenden Bedeutung sein. Hey, buddy, we're here to pick up the shipment. I don't speak English. Fuck off. Hey, amigo, let's make this easy. I just want to give the stuff to my boss and go home. I don't let anyone in here until I get the word. There's something wrong about you. Get out of the truck real slow. Nico, looks like we're gonna have to do this slow. Hey, guys! So, mal gucken, das hat doch gepasst, oder? War doch okay. Ja, Nico, lass halt. Hol halt keine Waffe. Wieso hat er denn keine Waffe rausgeholt, Mann? Was ist denn hier auf einmal los? Voll der Smog. Alter, jetzt können wir da nochmal hinfahren. Boah, dieses Hinfahren ist immer das Nervige, ne? Wenn man das gleich von Anfang an nochmal machen könnte. Aber jetzt können wir da nochmal hinfahren. Das ist doch nicht wahr, Alter. Okay, listen. Können Sie einfach ein Taxi nehmen? It's under the overpass off Catskill Avenue. Drive us there. Mein Gott, ey. Also erst zum Truck und dann wieder da rum und. Es ist immer so ein Krampf, Mann. Wieder Spacken keine Waffe rausgeholt. Da krieg ich einen Kotzreiz, krieg ich da. Steht er da? Hä? Was passiert hier, Freunde? Unfassbar. Kann ich das Gelaber nicht überspringen? Dann haben wir uns doch schon also angehört hier jetzt, Mann. Just the hired help. I'm the fucking immigrant maid cleaning up your guy's shit. I ain't part of the family. I'm an independent contractor. Sure, I get that. Whatever makes it all make sense in your head. Family's a way of saying we ain't gonna fuck each other. At least that's what it's meant to mean. All I care about is that you're loyal enough to get the jobs done and not turn states. I'll get the job done if the money is there. And I ain't gonna turn states. Enough governments have let me down in the past. Alright, this is the truck. Stugats! So, steigen wir mal in den verfickten Truck, Mann. So, auf ein neues, zur Bootswerft in Charge Island. Yippie! They're gonna let us take the coke with this truck then, are they? That's the plan. Whether it works or not remains to be seen. You know something? I would have liked Ray to be on this job instead of me. But there's some things that he ain't trusted with. I don't think I'd trust him to send me on another job after the shit he had me doing. After all of that, you guys didn't even get the diamonds. That wasn't a successful operation by any way you look at it. I'm hoping that this endeavor is going to be more fruitful. For the record, I did everything I was meant to do. The problem was Ray's planning and the amount of people involved. Too many people wanted that dice. No one was ever going to end up with it. Well, a lot of people want to get a hold of this merchandise as well. By your logic, that means it's going to end up dissolving into the Humboldt River. I don't want that to happen. Me neither. Maybe if we want it more than anyone else, we'll be able to hang on to it. It's going to take more than wanting it real bad. It's going to take a clear head. Ray's a greedy rat. He wants this stuff more than anyone else. But that don't mean he's going to get it. He's got his eyes on my position. The skip is too, I'm sure. Wanting it and getting it are two different things, though. Every move he makes is so obvious. It's disgusting to see him trying to sleaze his way up the ladder. His moves might be easy for you to see, but maybe they're working. Maybe he's getting somewhere.
He definitely knows a lot of people. Shit, if anyone does start listening to Ray's shit, then I could be in some trouble. I'm hoping that day don't come. So, jetzt sind wir gleich da, Freunde. Es ist ein bisschen zäh. Also wenn man bei GTA mal eine Mission verkackt, dann muss man so verdammt weit fahren. Es ist echt nicht mehr schön. Also da hätten sie sich echt mal ein bisschen was anderes ausdenken können damals. Das werde ich nie verstehen. Ich meine, klar, man ist heutzutage von den Games ein bisschen verwöhnt. Das ist schon richtig. Aber ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen arg frustrierend. Also meiner Meinung nach. Das hat ein ziemlich hohes Frustpotenzial. Ich weiß, unter euch sind nur Skiller, die jede Mission sofort schaffen. Ihr braucht gar kein Feature, dass man eine Mission erneut spielen muss. Das bräuchtet ihr eigentlich gar nicht. So, wir drängen uns mal noch vor den SUV hier. Wir zahlen auch diesmal brav unsere 5 Euro. So, dankeschön. Okay, und jetzt hier runter. Nach Charge Island und jetzt probieren wir das Ganze noch. Ich weiß nicht, soll ich losfahren oder soll ich einfach stehen bleiben? Das weiß ich noch nicht. Wir könnten ja auch einfach mit dem Boot abhauen, oder nicht? Das Boot ist ja noch nicht verladen. Ich weiß noch nicht, ob wir mit dem Truck das Boot ins Wasser schubsen können, quasi. Weißt du, dass wir das quasi so reinstumpen? Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wa? Wir werden es auf jeden Fall gleich mal probieren. Jetzt haben wir natürlich auch keine Schutzweste mehr an, das ist auch immer geil. Die verliert man nämlich, wenn man die Mission nicht geschafft hat. Also sieht man mal, dass das Spiel gar nicht speichert, bevor man die Mission überhaupt startet. Das ist auch ein bisschen nervig, muss ich sagen. Naja, wir drücken das jetzt mal weg. Das haben wir ja schon gesehen. Ja, Bootswerft Lecco Mio. Lecco Mio Grande. We're here to pick up the shipment. I don't speak English. Fuck off. Hey, amigo, let's make this easy. I just want to give the stuff to my boss and go home. I don't let anyone in here until I get the word. There's something wrong about you. Get out of the truck real slow. Nico, looks like we're gonna have to do this the old-fashioned way. Genau. Shoot these commies. Jetzt einfach reinfahren, oder nicht? Nein, das geht nicht. Raus. Boah, Alter. Amigos. Boah, krass. Ach komm, leck mich doch. Ernsthaft? Ist das ernsthaft? Jetzt mal ganz ehrlich. Leck mich. Das gibt's doch gar nicht. Was sollst du denn da machen? Nächstes Mal bleibe ich. Wir probieren es jetzt noch einmal, indem ich einfach stehen bleibe. Und gucken wir einfach mal, was passiert. Jetzt müssen wir die Fahrt schon wieder. Ich versuche das mal ein bisschen zu beschleunigen. Und zwar ab jetzt. Da sind wir auch schon wieder zurück. Ich habe die Fahrt jetzt einfach nochmal, ja, komplett gemacht. Zum dritten Mal jetzt in dieser schönen Folge. Es ist einfach wunderbar. Ich hoffe, dass wir diese Kackmission jetzt schaffen. Ich bleibe jetzt einfach mal... Toll. Ich bleibe jetzt einfach mal stehen. Ich mache jetzt einfach mal gar nichts. Ich warte einfach mal ab, was passiert. Und einfach sitzen bleiben und die Typen uns aus dem Truck rausholen. Mal gucken, was passiert. We're here to pick up the shipment. I don't speak English. Fuck off. Hey, amigo, let's make this easy. I just want to give the stuff to my boss and go home. I don't let anyone in here until I get the word. There's something wrong about you. Get out of the truck real slow. Nico, looks like we're gonna have to do this the old-fashioned way. Shoot these commies. Okay, erstmal hinten in Deckung gehen vielleicht. Das ist vielleicht die beste Variante.
Das ist natürlich die Tür im Weg. Das macht erstmal nichts. Die scheiß Tür im Weg. Scheiße, Mann. Aua. Okay, erstmal in Deckung gehen. Was macht unser Kumpel Phil? Der ist easy, ne? So, wir haben noch die Waffe hier, ne? Mann, mach den doch kalt. Was ist los mit dir? So. Du da oben, mal die Schnauze. Bildungskommando, Mann. Sterb. Wir töten sie alle. Hey Mann, wo geht der denn schon wieder hin nach vorne? Was geht mit denen verkehrt? Kann er nicht so schnell vorrennen, Mann. Ja, das ist eine explodierende Kiste. Ich würde die gerne kaputt machen. Alter. Ja, der leuchtet immer wieder auf den gleichen. Er kommt doch nicht raus, sodass ich ihn töten könnte. Nein! Ach, die explodiert gar nicht. Okay, schöne Scheiße. Haben wir hier noch irgendwo einen? Ich glaube nicht. Drüben steht, glaube ich, noch irgendwo einer, ne? So schön die Beine. Arm und schon ist er tot, Mann. So, hier drin ist, glaube ich, alles safe. Da liegt ein Medikit, das nehmen wir mit. Sag mal, du regst mich schon die ganze Zeit auf, Kollege. Ich bin doch schon unterwegs, Mann. Geh zum Koksboot. Okay. Wir sind da. Also er nimmt sich an... Ach so, okay, ich muss das hier nehmen. Alles klar. Ich bin bereit zur Abfahrt, Bro. Steig ein und hau ab, Mann. Nordholland, auf geht's. Folge wieder zum Übergabeort. Ja komm, fahr los, Junge, was ist los? Findest du das Gaspedal nicht, oder was? Na also. Boah, endlich haben wir das mal geschafft. Was ist das denn für ein lahmer Onkel, ey? So ein Motorboot fährt ein bisschen schneller, Kollege. Du kannst ruhig mal aufs Gas drücken. Das macht dem Ding gar nichts. Ach, scheiße. Ach, fuck it. Okay, einen haben wir. Ein bisschen vor mich gucken. Ich weiß nämlich nicht, was da vor mir abgeht. Okay, der gibt's auf, oder was? Ah, ne, der gibt's nicht auf. Okay. Na komm, den lassen wir mal ein bisschen rankommen hier. Okay. I think we got the cocaine to ourselves now, Phil. Der Angreifer wurde getötet. Folgebell zum Übergabeort. Alles klar, Northwood Heights Bridge sind wir gerade. Sehr gut, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben die Typen überstanden. Was eine Mission, Alter. Das ist ja mehr rumgefahren wie nur was. Also wie gesagt, die Checkpoints rufen einfach ein extremes Frustpotenzial bei mir hervor. Ich weiß, das können einige nicht verstehen. Aber wie gesagt, wenn du mal eine Mission hast, wo du mal nicht so weiterkommst, das frustriert dich einfach so ungemein, wenn du stirbst. Du musst da Kilometer weit wieder zurückfahren, ey. Und vor allem kriegst du ja dann einfach mal deine Dings abgenommen, deine Westen oder sowas. Wenn du irgendwie eine Weste anhattest, hast du die ja danach nicht mehr. Munition kriegst du auch abgezogen. Also das ist schon echt... Ja, wie soll ich sagen? Frustrierend. So, Phil, wo willst du denn hin? Sag mal. Fährst hier im Kreis wie so ein Besoffener. Da vorne wahrscheinlich, ne? Naja, wir fahren dem alten Film hinterher. Er wird ja schon wissen, wo er hin muss. Ich glaube, in North Holland hieß es oder so. Wir schauen einfach mal. Angreifer haben wir jedenfalls keine mehr hinter uns. Das ist sehr gut. Wenigstens eine positive Sache in unserem Leben. Ah, North Holland, ist richtig. Ah, hier sollen wir die Schiffe abgeben, okay. Ich wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne? Ja, dachte ich mir schon. Steig aus und gehe auf den P, ne?
Okay. Halt. Stopp. Ich will nicht nass werden. Ii. So, auspacken darf das da hinten dann jemand anderes. Ich mach das nicht. You handled yourself real good back there. Kept your head. That's a valuable trait. Thank you. See you later. Coole Nummer, da haben wir doch direkt mal einen neuen Kollegen kennengelernt, das freut mich natürlich. Wir haben die Mission Catch the Wave wunderbar abgeschlossen, wie ich finde, und 7500 Euros bzw. Dollars plus gemacht. Oh, und das war dann auch schon diese Folge für GTA 4, eine Folge gebraucht für diese verkackte Scheißmission, das ist echt unglaublich. Aber ich bin halt nicht der Beste und auch vor allem kein Pro. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, haut rein! Und die nächste Folge, die kommt natürlich schon morgen reingeflattert um 16 Uhr, wenn es weitergeht mit Let's Play GTA 4 um 4. Und dann gucken wir einfach mal, was wir machen. Da werden wir dann wahrscheinlich, ich weiß noch gar nicht, wen besuchen. Wir werden auf jeden Fall uns eine neue Mission schnappen, entweder von Gambetti oder wir fahren rüber zum guten Phil Bell. Der hat nämlich gleich die nächste Mission für uns. Wir gucken einfach mal, was so passiert. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!